Herzlich willkommen bei Ballas Capital. Wir sprechen heute über Facebook-Werbung und ich freue mich sehr, dass wir Nino Perez bei uns zu Gast haben. Servus Nino. Hallo Florian, danke auf jeden Fall für die Einladung. Man hört immer öfter, dass Facebook out ist. Die Posts gehen nicht mehr, es wird wenig gepostet und auch wenig geliked. Auf der anderen Seite liest man, dass Facebook 2021 über 100 Milliarden US-Dollar an Werbeeinnahmen verbucht hat. Wie passt das zusammen? Ja, also was du sagst, ist schon richtig. Also organisches Wachstum ist mehr oder weniger nicht existent. Also schon seit ein paar Jahren tut sich da recht wenig. Das heißt, man muss auf die bezahlten Angebote zurückgreifen. Bei den Umsätzen fällt natürlich das ganze Meta-Ökosystem rein. Das heißt auch Instagram und WhatsApp-Werbung aktuell noch nicht, wird aber wahrscheinlich auch kommen in den nächsten Jahren. Genau, das heißt, die Werbetreibenden, die Online-Kunden akquirieren, setzen immer noch zum Großteil auf dieses Ökosystem. Das heißt, es gibt zwar andere Player, TikTok, Snapchat, YouTube, Google. Also grundsätzlich ist aber Facebook immer noch der größte Player mit Abstand. Aber mit Hausverstand kann man das schwer erklären, weil wenn man denkt, dass weniger Leute posten und weniger Leute dort online sind, müssen eigentlich auch die Werbeumsätze zurückgehen, tun sie aber nicht, oder? Ja, also man muss da auch unterscheiden. Also es gibt große regionale Unterschiede, auch bei den beim Nutzerverhalten. Also es gibt Länder, wo Facebook immer noch sehr attraktiv ist und immer noch sehr aktiv genutzt wird. Wir merken das zum Beispiel auch selber. Also wir werben aktuell hauptsächlich im Dachraum, aber auch in Benelux und Frankreich. Und dort ist zum Beispiel die Verteilung von Facebook zu Instagram ist ganz anders. Also im Dachraum ist es eher Instagram, so 70-80%. Und in Belgien vor allem und in Frankreich ist es noch 50-50. Das heißt, dort ist die Plattform immer noch aktiver als bei uns. Für welche Unternehmen, für welche Produkte ist grundsätzlich Facebook-Werbung relevant? Wer kann sich das überlegen? Ja, also prinzipiell für alle. Natürlich ist die Tendenz eher für Konsumprodukte, also für Produkte, die an Privatkunden gerichtet sind. Aber im B2B-Bereich kann man auch sehr viel machen. Ist aktuell auch sehr stark, quasi Lead-Generierung, E-Mails einsammeln, ist auch im B2B-Bereich sehr attraktiv. Genau, also Mischung aus Direct-to-Consumer und B2B auf jeden Fall alles dabei. Vielleicht reden wir kurz darüber, wie das technisch funktioniert. Ich glaube, du musst einmal einen Post erstellen. Also ohne Post geht es einmal nicht. Und dann wird es ja komplex, weil du musst in den Werbemanager wechseln. Ja, das ist eine Methode. Ja. Also man kann quasi entweder einen Beitrag organisch posten, also quasi ins Profil hinzufügen und dann pushen, also quasi durch Werbung, also mehr Engagement und mehr Augen darauf richten. Was wir zum Beispiel machen, ist, wir machen das hauptsächlich direkt über den Werbemanager, das heißt, dass die Anzeigen gar nicht als organischen Post auftreten, sondern einfach direkt als Anzeige ausgespielt werden. Und da gibt es unterschiedliche Formate, also es gibt quasi Feed-Werbung, das heißt, wenn man durch den Feed scrollt, das sind meistens die quasi 1x1 Bilder oder Videos, aber mittlerweile sind auch Stories ganz beliebt, vor allem auf Instagram, da ist dann das 9:16 Format, da gibt es noch unterschiedlichste quasi Placements, wie man eine Werbung da platzieren und gestalten kann. Das heißt, so das klassische ein Post, organisch posten und dann pushen, ist gar nicht mehr so üblich. Und wie funktioniert das am besten, wenn ein Bild ist oder ein Video und muss das Bild beschriftet sein oder ist der Text drüber oder drunter? Was sind da die Feinheiten? Ja, das ist eine gute Frage. Also es war lange so, dass Facebook allgemein Schrift auf dem Bild verboten hat. Also es war früher so, dass es so eine 20%-Regelung gab. Das heißt, von der Fläche des Bildes darf nur 20% mit Text besetzt sein. Das war, um sehr, also spammy Images, also die sehr plakativ sind, zu vermeiden, damit der Feed quasi schöner ist. Das haben sie aber vor, ich glaube, ein, zwei Jahren aufgehoben und jetzt gibt es da keine Restriktionen. Prinzipiell, also womit wir sehr gerne arbeiten, sind Pfeile, USBs, Schlagsätze, also mit Sprichwörtern kann man da auch gut arbeiten, aber vor allem auf den Bilder-Ads immer mit Text arbeiten, weil du musst quasi in einem Frame oder in einem Augenblick einfach alles kommunizieren, was du willst, dass die Audience dann quasi von dir erfährt. Jetzt kann man bei Facebook ja relativ gut diese Reichweite einstellen und auch die Audience, ja, also Zielgruppe, wie alt sollen die Leute sein, wo wird es ausgestrahlt, welche Feinheiten gibt es da? Ja, also da muss man sagen, das war früher ein sehr, sehr starker Hebel, also früher konnte man wirklich sehr granular targetieren, das heißt man konnte wirklich auf minimalste Interessensgruppen, auf demografische Merkmale, regionale quasi Einschränkungen, das konnte man alles definieren, das heißt theoretisch könnte man auf einen Kilometerradius quasi wirklich sehr präzise auf Leute ausspielen und auch was die Interessen betrifft. Diese Fähigkeit ist immer schwächer geworden und der Algorithmus ist aber stärker geworden. Das heißt, jetzt ist es eigentlich auch relativ gängig, komplett breit rauszugehen. Das heißt, man gibt Facebook oder dem Algorithmus gar keine Vorgaben, sondern sagt einfach, gut,
ich targetiere gar nicht. Du entscheidest dann quasi selbst, was das Beste ist, und dann muss man am Anfang, zahlt man da ein bisschen Lehrgeld, also das dauert, bis der Algorithmus greift, aber dann mit der Zeit sucht Facebook von sich aus einfach die Leute, die am ehesten mit deiner Werbung interagieren. Jetzt sagt man auch, dass die Facebook-Werbung teurer geworden ist, weil sie die Reichweite künstlich ein bisschen einschränken. Ich weiß nicht, ob das ein Gerücht ist, ob das wirklich stimmt. Ja? Ja, also teurer ist auf jeden Fall geworden. Das sind aber mehrere Faktoren. Es ist, also auf jeden Fall ist die Effizienz runtergegangen. Vor allem seit einem Jahr, da ist ein großes Thema. Also das ist so der Disput zwischen Apple und Facebook. Also Apple hat da begonnen, das Tracking einzuschränken. Das heißt, Facebook lebt ja von den Daten, die sie durch das Nutzerverhalten quasi sammelt. Das heißt, wenn Personen eine Werbung sehen im Feed und dann auf eine Webseite klicken und dann auf der Webseite eben ein gewisses Verhalten zeigen, also ein Produkt in den Warenkorb hinzufügen, zum Checkout kaufen, diese Daten bekommt Facebook nicht mehr so einfach, beziehungsweise ist das sehr, sehr ineffizient geworden. Und dadurch ist einfach die Effizienz vom Algorithmus schwächer und dadurch kostet die Akquise im Schnitt im Markt mehr. Können wir vielleicht ein kleines Zahlenbeispiel machen, wenn man so ein Produkt bewerben möchte in Österreich, also B2C zum Beispiel, und du möchtest ein paar tausend Leute erreichen, ab wie viel Reichweite macht das Sinn? 5, 10.000, 20.000 zum Beispiel? Und was kostet es dann? Ja, das ist, also man zahlt grundsätzlich bei Facebook einen 1.000-Kontaktpreis, also das ist quasi CPM, also Cost per Mil, also wie viel Euro du zahlst, um 1.000 Augen, also Personen zu erreichen. Und die das dann sehen, oder? Genau. Einfach denen die Ad ausgespielt wird. Das heißt noch nicht, dass sie damit interagieren. Aber da ist das auch also branchenabhängig, aber im Schnitt bewegen wir uns dabei zwischen 7 und 9 Euro aktuell. Das ist jetzt für die Erklärung, das ist pro Tag für 1.000 Genau. Also so es ist nur, Sichtungen. Genau, ja. Also für 1.000 Sichtungen zahlt man 7 bis 9 Euro. Das ist so ein Durchschnittswert. Es gibt natürlich auch Branchen, also im Finanzbereich, Versicherungen, wo dieser Wert deutlich höher ist. Es gibt auch Bereiche, wo er deutlich niedriger ist, aber so ungefähr in dem Bereich spielen wir, ja. Das heißt, da kann man sich dann relativ gut ausrechnen, wie viel Budget man braucht, wenn das dann 100.000 Leute sehen. Ja? Genau. Wie schaut es dann aus mit den Öffnungsraten und mit den Klickraten von diesen 1.000 Leuten? Wie sind da deine Erfahrungen? Wie viel klicken da drauf und wie viel kaufen dann? Ja, also das sind sehr wichtige KPIs, die du da aufzählst. Also CPC, quasi Cost per Click, also wie viel man für einen Klick zahlt, um die Person von Facebook auf der eigenen Website zu bekommen. Das ist auch sehr unterschiedlich und es hängt auch von der eigenen Kostenrechnung ab. Also Personen, die ein teures Produkt haben, die einen größeren Customer Lifetime Value haben, die können auch mehr zahlen für einen Klick, weil sich das eben rechnerisch ausgeht. Aber man muss, also quasi, das ist eine sehr, sehr wichtige KPI, was die Werbung selbst betrifft. Das heißt, was wir zum Beispiel für unsere Brand machen, ist, dass wir viele Videos und Bilder leicht variieren. Das heißt, dass wir machen AB-Test, also Split-Test, wo wir zwei Versionen von einer Ad vergleichen, wo wir zum Beispiel die Anfangsszene unterscheiden oder den Text unterscheiden oder ein paar Slogans unterscheiden. Und dann sehen wir anhand vom CPC oft quasi welches Argument oder welches Creative, welches visuelle Asset einfach da am besten die Leute dazu bringt, Facebook zu verlassen und auf unsere Seite zu kommen. Das, da gibt es keine klare Wahrheit, sondern man muss sehr viel testen, sehr kreativ sein. Ja. Und jetzt vielleicht nochmal zurück auf diese Frage, wie viel Prozent von diesen 1.000 Leuten gehen dann auf die Seite und wie viel davon kaufen? Bei euch zum Beispiel jetzt? Ja, genau. Also es ist wirklich auch abhängig von der Kampagne. Also wenn man zum Beispiel einen großen Sale hat, dann ist die Click-Through-Rate auch höher, quasi weil einfach mehr Leute dadurch angesprochen sind, weil das ein Sale einfach ist. Das hat einfach an sich einen größeren Reiz, sich das anzuschauen. Aber im Schnitt, also zwischen 1-3% bewegt sich das. Bei Broad-Kampagnen, also wenn man... Die klicken oder die kaufen? Die klicken und dann im Shop ist es auch abhängig, also wir bewegen uns meistens zwischen 3-5% von der Conversion Rate, also quasi wie viel Prozent der Shop-Besucher dann kaufen. Das ist aber auch sehr unterschiedlich. Also wenn man ein sehr günstiges Produkt hat, da hat man eine viel höhere Conversion Rate, aber eben kalkulatorisch muss das nicht immer besser sein, genau. Ist es das Nonplusultra, die Facebook-Werbung, oder kann man auch zu Google Ads schreiten? Ja, es kommt, also ich sage das jetzt schon oft, es kommt immer darauf an, also Facebook ist quasi ein Push-Marketing-Kanal, das heißt, Leute, die quasi nicht nach dir suchen, bekommen dein Angebot ausgespielt. Und bei Google ist es ein Pull-Marketing-Kanal. Das heißt, Leute haben schon die Intention, etwas zu suchen. Das heißt, wenn Leute zum Beispiel nach Socken suchen, dann, wenn man sich dann da als Sockenmarke platziert, dann ist quasi schon der Fit besser. Also hat man einfach schon eine höhere Neigung von den Kunden, dass sie kaufen. Was besser und schlechter ist, ist schwer zu sagen. Also man kann halt, wenn man zum Beispiel ein Produkt hat, was es
so am Markt noch nicht gibt, dann wird Google überhaupt keinen Sinn machen, weil die Leute noch nicht danach suchen. Das heißt, man muss erst Market Education machen, man muss erst quasi rausgehen, man muss den Leuten erstmal die eigene Lösung vorstellen. Und da ist halt Push-Marketing oder Facebook da definitiv der bessere Ansatz. Vielleicht kurz zur Erklärung. Ihr habt ja customized und auch intelligente Sportkleidung, wenn man so will. Ja? Genau, ja. Vielleicht kannst du kurz erklären, was eure Kleidung alles kann und wie ihr das auf Facebook verkauft. Ja, sehr gerne. Also wir sind eine Sportmarke, heißt Plusgear, uns gibt es seit 2,5 Jahren. Und wir produzieren und vertreiben problemlösende Sportbekleidung. Das heißt, jedes Produkt muss eine gewisse Problemstellung, die Sportler im Alltag haben, lösen. Begonnen hat das alles mit sehr Low-Tech-Lösungen. Also es waren einfach Taschensysteme. Das heißt, wir hatten für die Herren Hosen mit einem Handyfach, mit Reißverschlüssen, also quasi optimal für Wertgegenstände designt war. Für die Damen haben wir da eine Legging-Variante auch gehabt und auch ein Sport-BH, wo auch Taschensysteme waren. Das heißt, da waren noch die quasi Low-Tech, Low-Tech-Produkte. Und mit der Zeit haben wir weitere Produkte entwickelt. Unser aktuelles Flagship-Produkt oder das Wichtigste ist das No-Smell-Shirt. Das neutralisiert Schweißgeruch. Und wir werben aktuell primär für diese beiden Produkte, also für die Hosen mit dem Taschensystem und für das No-Smell-Shirt, weil bei den Hosen ein großer, also sie sind sehr leicht visuell darzustellen. Das heißt, man kann auf Image-Ads, also auf Fotos, kann man sehr gut die USPs kommunizieren, und beim No-Smell-Shirt kann man sehr emotional arbeiten. Das heißt, es ist immer so die Sorge, dass man nicht gut riecht. Da spielen wir auch mit Männer, die quasi nicht stinken wollen, wenn sie sich mit einer Frau treffen oder wenn sie gemeinsam Sport machen. Wir versuchen da quasi die Ängste die anzusprechen in den Ads und so den Bedarf dafür auszulösen bei den Leuten. Wenn jetzt jemand ein Unternehmen hat und beginnt, sich über die Marketingstrategie Gedanken zu machen, und er zieht dann Facebook-Werbung in Betracht, was sind so die ersten Schritte der Überlegungen? Wie beginnt man? Mal ein Foto reinstellen oder zuerst einmal Research machen oder Daten ausheben? Wie würdest du da vorgehen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, dass man sich auf jeden Fall, also wir haben das bei allen Projekten nicht immer so gemacht, dass wir uns einen Testzeitraum ausgesucht haben. Wir haben gesagt, okay, wir testen Ads für 3 Tage. Das heißt, wir haben Experimente für Tag 1, Tag 2, Tag 3 definiert. Das heißt, wir haben uns davor schon Zeit genommen, haben gesagt, okay, wir werden einfach ein paar Videos filmen zu den Produkten, ein paar Images designen und dann in diesen 3 Tagen testen, okay, wie wird das vom Markt aufgenommen, erkennen wir Tendenzen, funktionieren Bilder besser, funktionieren Videos besser, funktioniert dieses Argument besser, dieses. Also es ist wirklich wichtig, dass man am Anfang sich sehr breit aufstellt, dass man wirklich alles testet, was man testen kann. Welches Testbudget brauchst du da? Ja, also das kann man, das ist der Vorteil an Facebook. 200 Euro? Ja, genau, also man kann eigentlich mit relativ kleinen Budgets anfangen. Ich glaube, dass wir damals mit 50 Euro pro Tag angefangen haben, das heißt mit 150 Euro, was wirklich nichts ist in der Werbewelt, haben wir schon valide Daten bekommen, beziehungsweise Indikatoren, okay, in welche Richtung sollten wir gehen von der Kommunikation. Das ist einfach der massive USP von Facebook auch, dass man einfach wirklich mit ein paar Euro Daten sammeln kann, selber optimieren kann. Das war halt früher bei traditionellen Medien nicht so. Da hat man halt eine Kampagne aufgesetzt für Print, Radio, TV und entweder es floppt oder nicht. Oder bei großen Unternehmen haben halt große Marktforschung davor gemacht, aber es war einfach sehr intensive Vorbereitung für eine Marketingkampagne. Und jetzt kann man mehr oder weniger, also wir könnten es jetzt hinsetzen und in 1-2 Stunden ein paar Image-Ads machen, sie laufen lassen und morgen früh haben wir Ergebnisse und wissen, in welche Richtung es gehen soll. Braucht man da einen Werbedesigner oder einen Grafikdesigner, um diese Images zu machen, oder gibt es mittlerweile auch Apps, die da helfen, das einfach zu gestalten? Ja, also natürlich ein gewisses Gespür dafür ist nicht schlecht, also dass man Design versteht oder Optik versteht, aber prinzipiell gibt es sehr viele kostenlose Tools, also man braucht jetzt auch keine Photoshop, Illustrator-Kenntnisse sind natürlich nicht schlecht, aber zum Beispiel Canva ist ein kostenloses Tool, da kann man ziemlich schnell Image-Ads designen. Und wenn man Videos schneiden will, gibt es auch kostenlose Tools. Da gibt es zum Beispiel CapCut, das ist eine App von TikTok, also quasi von ByteDance, vom Konzern über TikTok. Und die versuchen quasi mit so kostenlosen Tools Leute dazu anzuregen, kreativ zu sein, Videos zu erstellen, Ads zu erstellen. Genau, also theoretisch könnte man mit wirklich sehr wenig Budget, sehr wenig Vorwissen einfach mal reinstarten und loslegen. Also du empfiehlst einfach starten und dann zu testen und dann mal zu schauen, was funktioniert. Ja? Absolut, ja. Wir haben jetzt lange gesprochen über B2C, das ist, wenn du Produkte direkt an den Kunden verkaufen möchtest, über die Facebook-Werbung. Mhm. Wie schaut es bei B2B aus, also Dienstleistung oder B2B-Services? Ja, also die B2B-Sparte, wenn man es auf Lead-Generierung auslegt, ist aktuell sogar effizienter als B2C, dadurch, dass
eben durch die neuen Apple-Regelungen ist quasi das Off-Platform-Tracking, also quasi das Tracking extern vom Facebook-Ökosystem, sehr schwach geworden. Aber wenn man Leads generiert, dann passiert das alles im Facebook. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Werbung schalten lässt, also entweder ein Video oder ein Bild, und auffordert, quasi die E-Mail dazulassen, dann passiert das alles in der Facebook-App, wodurch der Algorithmus auch sehr effizient lernt und auch sehr quasi gut optimiert arbeiten kann. Das heißt, natürlich, wenn man jetzt im B2B-Bereich ist und auch trotzdem auf einer Website die Leute schicken will, dann kann man da auch aktuell Probleme haben, aber prinzipiell funktioniert das genauso. Also auch für B2B geeignet, wie schaut es aus fürs Recruiting? Kann man Mitarbeiter finden im Facebook? Ja, definitiv. Es kommt immer auch auf die Branche an. Also wenn man zum Beispiel nach Leuten sucht im Social-Media-Bereich, dann wird das sehr gut funktionieren, weil die Leute eben schon auf den Plattformen unterwegs sind und sich damit sehr gut identifizieren. Jetzt extremes Beispiel im Medizinbereich. Findest du eine Krankenschwester auf Facebook vielleicht? Also grundsätzlich findet man sicher alle, aber es gibt halt Bereiche, die günstiger, die teurer sind. Kann man aber alles ausprobieren. Also es ist definitiv ein günstiger Bereich, also sicher günstiger als Alternativen, wenn es um Arbeit, wenn man quasi wieder neue Angestellte sucht. Also kann man auf jeden Fall testen in jedem Bereich. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was funktioniert, B2C, B2B, Recruiting. Was funktioniert auf keinen Fall auf Facebook? Gibt es sowas? Also ich bin der Überzeugung, dass man alles irgendwie verkaufen kann. Was nicht funktioniert, also ich würde das nicht auf eine Branche quasi reduzieren, sondern auf die Kalkulation eher eingehen. Also es kommt halt darauf an, wie ist die Margenstruktur, wie viel kostet das Produkt. Man muss auch oft auf die quasi Marketingkosten reagieren. Das heißt, wir hatten auch Produkte, die wir preislich eher niedriger angesetzt haben, und dann haben wir gemerkt, okay, die Kundenakquise ist aber teurer, und da kann man zum Beispiel mit dem Preis hochgehen, und oft reagiert dann die Akquisekosten reagieren nicht drauf, sondern es funktioniert trotzdem. Das heißt, man muss einfach immer schauen, einfach ganz normal betriebswirtschaftlich, okay, geht sich das alles hinten und vorne aus? Aber es gibt halt viele Produkte, die sich margentechnisch einfach da nicht ausgehen. Ja. Wenn ein Unternehmen jetzt dann Werbung schaltet und eine Werbestrategie aufsetzt auf Facebook, braucht dieses Unternehmen auch an sich eine gute professionelle Facebook-Seite? Oder ist es nicht zwingend notwendig, wo auch viele Follower sind zum Beispiel? Ja, also es ist sicher kein Nachteil, aber es wird auch überschätzt. Also es ist ein sehr, sehr geringer Anteil von Leuten, die eine Ad sehen, gehen dann wirklich aufs Profil, sondern es ist wirklich der quasi Funnel oder das Verhaltensflow von den Leuten ist meistens so, dass sie direkt auf die Seite gehen, und dann, wenn man auf der Seite dann unprofessionell auftritt, dann ist das natürlich schädlich. Also wenn man auf der eigenen Website dann mit Testimonials, mit Reviews, mit solchen Dingen arbeitet, dann wird das auf jeden Fall helfen. Also professionelles Auftreten ist immer wichtig, aber kein Muss. Kein Muss, also zumindest nicht, was das Instagram-Profil betrifft. Also es gibt auch viele Werbetreibende, die das komplett vernachlässigen und das trotzdem profitabel machen. Ja. Der Facebook-Konzern, jetzt Meta, ist es ja oft in den Schlagzeilen, regulatorische Probleme, Namensänderung, jetzt absoluter Kurseinbruch. Leider muss man sagen, obwohl das Unternehmen ja profitabel ist. Ja. Schadet das der Facebook-Werbung an sich oder ist es komplett losgelöst? Ja, das ist eine gute Frage. Also prinzipiell entwickelt sich der Markt gerade, man sieht im Tech-Bereich viele, viele Entlassungen, dass viele Unternehmen eben Mitarbeiter quasi reduzieren. Ich bin da sehr gespannt. Also ich denke, dass quasi die Effizienz von Facebook in den nächsten Monaten und Jahren wahrscheinlich etwas nachlassen wird. Es ist die Frage, wie sie dieses Problem mit Apple eben lösen. Also Apple hat ja quasi diese Änderung so kommuniziert als Datenschutzpaket quasi im Interesse der Nutzer, damit die Nutzer nicht mehr von Facebook gecheckt werden. Ich vermute, dass das aber so ein bisschen ein trojanisches Pferd ist und dass das eher, also dass da eher kommerzielles Interesse ist, also dass Apple einfach versucht, mittelfristig auch in die Werbebranche einzusteigen. In welcher Form ist mir noch nicht schlüssig, aber das werden wir sehen. Das heißt, es ist vermutlich ist dieser Kampf zwischen den Giganten das größere Problem. Und ja, man sieht auch, dass Meta eben sehr viel in das Metaverse jetzt investiert hat, wo auch nicht wirklich klar ist, ob sich das auszahlen wird, ob sie da auf die richtige Karte setzen. Ja, also es ist schwierig zu sagen, aber ich vermute, dass das eher aktuell eher schlecht aussieht für Facebook. Wenn du dir den ganzen Marketing-Mix jetzt von deinem Unternehmen anschaust, wie viel Prozent würdest du sagen, macht jetzt die Facebook-Werbung aus und wie viel Prozent macht der Rest aus, also andere Marketing-Aktivitäten? Ja, also es war vor allem zu Beginn, was, also eigentlich würde ich sagen, fast 90%
Facebook, weil das wirklich sehr effizient war, auch zum Zeitpunkt der Gründung hat das alles wirklich sehr, sehr gut funktioniert und ja, wenn etwas funktioniert, dann setzt man halt alles da drauf, vor allem als Startup, wenn man da Traction hat in einem Kanal, dann pusht man den Kanal auch so weit man kann. Mittlerweile haben wir auch ein bisschen diversifiziert. Es ist trotzdem sicher noch 60%, würde ich sagen, aktuell und sonst haben wir noch andere Kanäle wie TikTok, Google, YouTube, ja. Aber es ist immer noch also der größte Bestandteil. Nachdem du ja sehr viel Geld jetzt für Werbung auf Facebook ausgibst, ne? Also ja. als Unternehmer, wäre es ja für mich auch logisch, dass du dann auch Aktien hältst, also von Facebook und Meta, damit du dann auch einen Teil deines sozusagen Umsatzes in deiner Kosten wieder zurückbekommst. Ist das so? Hast du auch Facebook das, von der Facebook? Das ist so, ja. Ja, habe ich schon. Habe ich schon, sagen wir mal so, ja. Ja. Und wie investierst du noch dein Geld? Hast du noch andere Aktien von Tech-Konzernen oder wie bist du da affin? Ja, schon. Also ich habe, also in jungen Jahren, wie ich begonnen habe zu investieren, war das natürlich, da investiert man zu Beginn nach Namen, also ohne sich jetzt große Gedanken zu machen. Das heißt, ich habe da in Einzelaktien investiert von Tech-Giganten. Mittlerweile ist es ein bisschen diversifizierter, also primär jetzt ETFs. Ich habe auch, ich investiere relativ wenig Zeit, ehrlicherweise. Also ich lasse eher die ETFs arbeiten und ja, lass das einfach liegen. Also ich bin jetzt kein aktiver Trader. Aber ist jemand, der so im Online- und digitalen Business aktiv ist, überhaupt anfällig dafür? Oder kannst du überhaupt eine Aktie von einem Energieversorger kaufen oder von einer Immobilienfirma? Oder ist das für dich Old Economy gar nicht interessant? Schon, also ich habe jetzt vor allem in nachhaltige Energien auch investiert. So Windkraft und Solar, ja, genau, oder? Genau, Windkraft, ja. Solar primär. Ich bin da schon, also ich habe das schon, also ich mache das wahrscheinlich wie viele in meinem Alter und schaue mir da TikTok-Accounts und YouTube-Accounts mit aktuellen Aktien-Updates ein, zweimal die Woche an und reagiere dann entsprechend, aber wie gesagt, ich setze mich da nicht jeden Tag hin und schaue mir die Märkte an. Also da ist das Daily-Business noch zu intensiv. Genau. Stichwort noch Daily-Business, letzte Frage, was ist der Plan mit eurer Company? Fetter Exit oder weiter ausbauen, Dividenden kassieren? Gut, die Frage stellen wir uns selber. Wir sind gebootstrapped, wir haben noch keine Investoren, sind mit der Entwicklung sehr zufrieden. Wir sind gerade dabei, die erste Runde abzuschließen. Wir wollen quasi primär jetzt mal noch aus eigener Kraft wachsen, aber ich bin überzeugt, dass wir da noch etwas dran sind, was auch für größere Unternehmen früher oder später interessant sein könnte. Und wenn das für die Brand quasi ein größerer Hebel wäre, als wenn wir das alleinständig weiterführen, dann sind wir natürlich auch offen für einen Exit. Aber aktuell arbeiten wir einfach dran, weiter zu wachsen und in Richtung Rendite Case auch zu gehen. Super, Nino. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ja. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, auch für deine Company und auch, dass die Facebook-Werbung weiterhin erfolgreich funktioniert. Und ich freue mich jetzt schon auf ein Wiedersehen. Dankeschön. Liebe Zuseher, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund und investieren Sie smart.